Hallo liebe Tüftler und willkommen zu den Mock-Ten dieser Woche. Und ihr seht es gerade oben rechts schon, wir haben diesmal nicht 10 Plätze, wir haben 15. Warum? Nun, ganz einfach, es war eine gute Woche für Mocks, zumindest auf den beiden großen Plattformen. Und ich habe mir gedacht, komm, da sind so viele gute bei. Ich mache diesmal einfach eine Top 15 draus. Dann kommt das einigermaßen hin. Liegt daran, wie ich diese Liste mache. Also für die. Ich glaube, ich habe es noch nie erzählt. Ich mache die ganz einfach so, dass ich im Laufe der Woche halt alle Mocks in einem Ordner in mein Lesezeichen sammle, die interessant ausschauen. Und dann öffne ich die alle am Samstagabend und packe die in eine Reihenfolge. So nach dem Eindruck, welches ist besser als das andere und so weiter. Und dann habe ich am Ende die Top 10 Reihenfolge. Und ein paar hängen immer über. Die schmeiße ich dann halt wieder raus, weil ich mir sage, komm, bei 10 ist dann auch Schluss. Diesmal muss ich sagen, die Nummern hinter 10 waren so gut, dass ich mir gedacht habe, nee, komm, die schmeiße ich jetzt nicht raus. Ich mache diese Woche einfach mal eine Top 15 draus. Sonst hätten nämlich einige Modelle, die ich definitiv noch drin haben wollte, es nicht reingeschafft. Die 14, die 13, die 11, das sind diesmal alles Teile, wo ich gesagt habe, die müssen drin sein. Die will ich nicht rausschmeißen, auch wenn sie von meiner Reihung unter den anderen Sets hinter die 10 geraten. Also habe ich gesagt, komm, mal 15 raus, dann ist glatt. Und dann fange ich jetzt auch mal mit der 15 an. Das NASA Hubble Space Telescope von Oh crap, it's broken! Gibt es für 5 Pfund. Also wie immer, nur die Anleitung, nicht das Set und die Steine, sondern eine Anleitung zum Ausdrucken. Und in dem Fall kommen auch ein Stickerbogen zum Ausdrucken mit dabei. Also vor allem dieses Namensschild unten natürlich, NASA Hubble Space Telescope. Im Vergleich zu den Bildern, sagt der Bauer, ist die Anleitung etwas modifiziert worden, damit sie stabiler ist. Sprich, es gibt ein paar kleine Abweichungen von dem Bild, aber das ist nichts Wildes. Betrifft hauptsächlich den Ständer und die Aufhängung für die Solarzellen. Auf 14 kommt, wie gesagt, einer dieser Lieblinge, die ich eigentlich drin haben wollte, auch wenn sie es nicht unter die Top 10 geschafft haben, nicht ganz. Der Brixty-4 von Perry Frederick, 999 Dollar. Ist ein lebensgroßer C64 mit Innenleben. Also wenn ihr den offen habt, dann sind da auch die ganzen Chips und sowas nachgebaut und Schalter und Relais. Das ist alles sehr nett. Es gibt ihn aber auch auf der Seite des Erbauers in einer hohlen Version, die dann so ausgeführt ist, dass man einen Mikrocomputer reinsetzen kann. Die soll kompatibel sein mit den meisten Mikrocomputern, die C64 simulieren. Mehr Nostalgie. Platz 13. Der Hauptbahnhof von Lummerland aus Jim Knopf, der Lokomotivführer. Nee, Lukas und der Lokomotivführer, so rum. Ihr seht schon ein Microscale-Bild vom Hauptbahnhof von Lummerland mit der wilden 13 im Bahnhof, mit diversen Bewohnern angedeutet als einmal ein Figürchen. Bewohner der Insel mit zwei Bergen. Auch hier ist ein Stickerbogen dabei. Allein muss ja, weil ne, ihr seht die Beschriftung Lummerland Hauptbahnhof und unten. Die Beschriftung zur Sendung, das ist, das geht halt nicht anders, weil das gibt es halt nicht als Steine. Auch in dem Fall ist er aber dabei und ihr könnt ihn dann ausdrucken und fertig ist. Auch Nostalgie, aber nicht ganz so nostalgisch, die Star Wars Prequels. Wir haben hier einen Octopara Tri-Droid von Brickboss 66, 12 Euro die Anleitung. Ach, der Lummerland Hauptbahnhof eben war übrigens auch eine kostenlose Anleitung, könnt ihr so runterladen. Bei Rebrickable, glaube ich. Ich habe es nämlich das jetzt nicht blöderweise nicht notiert. Aber zum Octoparra jetzt, wo wir eigentlich sind. Der stammt aus Episode 3. Ich glaube ja, ich glaube es war Episode 3. Und ist einfach nur eine nette Version dieses riesigen Druiden vom Schlachtfeld auf Geonosis. Nummer 11 ist eine Kirche. Von Base Design 28 Euro auf einer 32x32 Platte und das ganze Ding ist dann 62 cm hoch, also vor allem natürlich der Turm. Hat auch ein bisschen Innenleben, ein bisschen
karges Innenleben, muss man sagen. Oben sind ein paar Statuen, unten sind ein paar Bänke. Und natürlich ist das bunte Glasfenster dann auch von innen zu sehen. Ist auf jeden Fall ganz nett, denn Lego weigert sich ja, Kirchen zu machen. Die sagen, wir machen nichts Religiöses, also machen wir chinesische Neujahrsfiguren. Etwas inkonsequent, ich glaube, Lego hat nicht ganz verstanden, was eine Religion ist und was nicht, aber hey, okay. Okay, jedenfalls haben wir hier einfach mal eine Kirche, die super in Modular Design oder in den Lego City passt. Und auch traditioneller, als ich sie gemacht hätte, weil ich hatte auch die Überlegung, wie macht man eine Kirche in dem Modular Design Ansatz und bin auf was komplett anderes gekommen. Ich glaube, das wird irgendwann bei mir auch nochmal kommen, weil die Überlegungen, die ich da habe, sind ganz interessant. Ich habe sie nur noch nicht zu einem Set zusammenbekommen, also zu einem ganzen Gebäude, aber die Größe wird ungefähr hinaus sein. Hier aber jetzt aber erstmal, das ist ja noch Zukunftsmusik, hier jetzt erstmal die von Base Design, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Jetzt aber ganz schnell zu Platz 10. Dann sind wir jetzt endlich auch in den normalen Top 10 mit dem Brickhead dieser Woche. Es hat diese Woche wieder einer in die Liste geschafft. Der Flash von NL33. Die Anleitung ist für 1,10 €. Ich finde, schöne Variante von der Brickhead, vom Brickhead-Stil ist das, was hier gemacht wurde mit den Beinen. Ja, der hat nicht die Beine, die einfach nur stehen, wie es ein Brickhead sonst macht, sondern es ist schließlich der Flash. Und der Flash, der muss rennen. Also rennt der Flash, sein linkes Bein ist gebeugt, das ist sehr schön gebaut und der hat dann noch die Flammen hinter sich her. Bisschen schade, dass es Flammen sind. Wäre cool, wenn das gelb wäre, wenn das Blitze wären. Aber ich glaube, das kann man auch relativ schnell ummodeln oder sich überlegen, wie Blitze aussehen würden. Hier hat er Flammen genommen und es sieht nicht schlecht aus. Die 9 bringt uns einen kompletten Tapetenwechsel, zumindest von der Art und Weise, was hier so an Sets auftaucht. Inspiration von Tony Flow, 3,50 die Anleitung. Das ist eine kinetische Skulptur, also tatsächlich mehr Kunst als ja normales Set und ganz nett. Kinetische Skulptur heißt, wenn ihr das Ding halt in echt habt und dann an einem Rädchen dreht unten am Hals, dann klappt die Schädeldecke immer wieder auf und ihr seht die Räder, die ihr da jetzt im Bild seht, die drehen sich halt und machen dann auch diese Bewegung. Nettes Ding, soll so ein bisschen den Einblick geben in die geistigen Vorgänge eines Mock-Entwicklers. Oder alles allgemein auch eines Künstlers, aber ja, sehr schönes kleines Ding. Schön und klein, da sind wir schon bei der Nummer 8. Die Skyline von Kopenhagen. Von Ben Builds Lego, $5,99 für die Anleitung. Und was wir hier haben, sind nämlich einige Kopenhagener Landmarken. Ist schön, dass auch mal andere Städte als Skyline auftauchen, neben denen, die es von Lego gibt, die ganz großen. Und gerade Kopenhagen hat eine Architektur, da ist unglaublich viel Interessantes bei. Und ich stelle es mir unglaublich schwer vor, daraus nur 4 Gebäude auszuwählen. Und ich bin bei einigen auch nicht sicher, ob es wirklich das Gebäude ist, das ich denke. Vor allem im ersten. Aber ich glaube, das ist nicht die Börse. Ich glaube, das ist Schloss Rosenborg. Dann kommt der Black Diamond. Dann kommt Nyhavn. Und das Royal Danish Playhouse. Eine schöne Auswahl, sieht gut aus. Schöner Misch auch aus alten und modernen Gebäuden. Und viel Farbe drin, dank Nyhavn. Das ist nochmal eine schöne kleine Skyline. Auch Sky, aber nicht Line, sondern Skyflieger. Ja, ich fange wieder mit dem Überleitungsspiel an. Es ist der Thunderhawk aus Mask. Mask kennen wahrscheinlich einige nicht, war eine Zeichentrickserie und Spielzeugreihe in den 80ern mit Fahrzeugen, die sich verwandeln konnten in ein anderes Fahrzeug. Also, sie hatten einen normalen Modus, weil die ein normales Fahrzeug waren. In dem Fall zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Pontiac. Und der konnte dann die Türen hochklappen und hinten ein paar Triebwerke ausfahren und dann konnte er fliegen. Dann war es ein Flugzeug. Das ist das Hauptfahrzeug der Heldengruppe. Es gab halt auch noch eine Gegnergruppe, die hatten auch solche Fahrzeuge. Und wie um Himmels Willen spricht man diesen Erbauer? Threedom9, ich gehe jetzt mal von Threedom9 aus, hat diese Anleitung gemacht und für 5 € zur Verfügung gestellt, weist darauf hin, dass die Anleitung digital entwickelt wurde, dass also möglicherweise nicht alle Teile wirklich in diesen Farben vorhanden sind. Was ich sehen kann von dem Set, sieht allerdings so aus, dass bei dem Set alle Teile wirklich auch so verfügbar sind. Er hat noch ein paar andere Masked-Fahrzeuge gemacht. Er hat auch ein paar ganz andere 80er-Jahre-Themed-Fahrzeuge
Zeichentrickfahrzeuge gemacht. Also Turtles sind dabei und ich glaube, er hat eine Serie von DeLoreans aus Zurück in die Zukunft. Der hier ist allerdings diese Woche, ich glaube, noch nicht mal rausgekommen, aber modifiziert worden und deswegen nochmal aufgetaucht in seinen neuen Sets und ist deshalb natürlich meine Wahl. Die anderen sind alle schon etwas älter, aber auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, immer wieder und deswegen, glaube ich, jede Woche bis jetzt dabei gewesen. Gabizon mit den 3112 Alternativbauten. Gabizon macht sehr, sehr viele Alternativbauten zu 3112 oder 3112. Das ist das 3-in-1 Lego Creator Set mit dem Löwen und den Rippen, die dann auf dem Boden liegen und der Geier daneben. Und macht dann immer 4-in-1 draus. Die Qualität ist sehr, sehr unterschiedlich bei den Sachen, die er da macht. Und ich habe jetzt aber mal zwei rausgesucht, bei denen ich sage, die sind definitiv gelungen. Und weil sie beide sehr, sehr gelungen sind, habe ich sie einfach beide hier auf den sechsten Platz gepackt. Nämlich der Skorpion und der Bulle. Bei denen funktioniert auch das Farbschema sehr gut. Dieses Gelb und Rot. Beide gucken ziemlich böse. Das ist mir direkt aufgefallen. Vor allem der Skorpion. Aber meinetwegen, Skorpion darf böse gucken und der Bulle, den hat wahrscheinlich auch gerade jemand geärgert. Das ist ein Stierkämpfer oder sowas. Da gewesen, wedelt mit seinem Tuch und hat ihn vorher gepiekst. Ja, das wird das sein. Es gibt, wie gesagt, noch jede Menge andere Alternativbauten zu 3112, die Gabizon gemacht hat. Aber die beiden sind bis jetzt, glaube ich, auch die besten davon. Schaut trotzdem aber ruhig auch auf seinem Profil rum, was er noch so hat. Ist eine Menge bei. Auf Platz 5, ein Architekturstil, der gerne gesehen wird, aber wir sehen immer nur dasselbe Gebäude davon. Auch diesmal, ja, es ist eine Pyramide von den Azteken. Kein normales Gebäude, aber eine sehr, sehr schön gemachte Pyramide mit richtig vielen Details. Hier sind die ganzen Pflanzen, Statuen, Farben, Köpfe, alles Mögliche sehr schön gemacht. Das Ding ist auch richtig groß. 64 mal 64 mal 40 Zentimeter. Ich glaube, 64 Zentimeter müssten eigentlich 80 Noppen sein. Und die Höhe halt 40 Zentimeter. Anleitung nicht gerade günstig mit 23 Euro. Aber okay, das Ganze kommt von Lego Bricking und ja, Aztekenpyramide. Immer wieder gern gesehen und hier eine sehr schön detaillierte und reich gestaltete. Nummer 4 ist dagegen nochmal ein Alternativbau und zwar diesmal zur 75878. Das war der Speed Champions Bugatti Chiron. Da hat Keep on Brickin' für 6 Euro eine Sammlung von sechs Alternativbauten zusammengestellt. Und zwar könnt ihr aus demselben Set nun bauen einen Truck, einen Renntruck, also unten rechts der. Die Reihenfolge, wie ich es jetzt gerade sage, hat nichts mit dem Bild zu tun, sondern wie ich halt die Wörter dafür finde. Ein Formel-1-Rennwagen, ein Cabrio, ein futuristisches Auto, da in der Mitte links das, und ein Sportwagen mit komplett überdimensionierten vorderen Kotflügeln, der ein bisschen komisch aussieht, aber trotzdem funktioniert. Damit haben wir, glaube ich, jetzt mehrere X-in-1-Dinger dabei. Kommen wir zu was Original, was kein Umbau ist. Nochmal Star Wars. Star Wars habe ich allgemein ziemlich häufig hier, aber ist auch ein verdammt beliebtes Thema, sowohl für Mox als auch für Lego. Ist auch nicht das letzte Star Wars für heute. Mit diesem Banta. Der Banta von BrickBoss 66, Anleitung für 10 Euro. Richtig schön zotteliges Vieh, schön großes Vieh. Es sieht aus, als hätte ein Teppich Beine bekommen und wäre müffelig geworden, angefangen loszulaufen, um irgendwen zu ärgern. So ein bisschen eine Mischung aus einem Banta und einem Grinch. Funktioniert aber super, wenn man weiß, wie der Banta damals in den Filmen entstanden ist oder für die Filme entstanden ist, weil man hat damals im Grunde einen Elefanten genommen und hat einen Zoppelteppich über ihn geworfen. So ist der Banta für den Film entstanden. Und genau so sieht dieses Ding auch aus. Perfekt wiedergegeben. Kann man nichts gegen sagen. Richtig groß wird es jetzt mit unserer Nummer 2, Burg Falkenstein von Pepe Pell. Anleitung für 10 Euro. Sorry, das Geräusch waren meine Füße. Ja, sorry, ich habe mich gerade im Kabel verhangen. Von Pepe Pell. Das ist also Burg Falkenstein. Es gibt mehrere Burgen, die so heißen. In dem Fall ist es die Kärntner Burg Falkenstein, was auch eine sehr schöne Burg ist.
Weil ihr seht oben an dem Turm in der Mitte, seht ihr diese Holzteile. Und ursprünglich hatten alle Burgen und Schlösser sowas. Und bei vielen kennt man das nicht mehr, weil die sind halt verfallen. Und dann ist nur der Stein übrig geblieben. Aber die meisten Burgen sahen ursprünglich so aus. Und das stellt dieses Ding halt sehr schön dar. Und allein deswegen ist es noch schon eine schöne Burg. Und das ist eine schöne Wiedergabe von der Burg. Kleiner Bonus, er hat daran gedacht, wie unglaublich groß dieses Set ist. Ich habe gar nicht erst angefangen, die Noppen nachzuzählen, wie groß es ist. Und er hat das Ding deswegen in 10 Anleitungen aufgesplittet für die verschiedenen Teile. Angefangen mit der Landschaft, der Turm, Mauerteile, Eingangsbereich und so weiter. Ihr bekommt also nicht eine Anleitung für eine große Burg, sondern ihr bekommt 10 für die einzelnen Stücke der Burg, damit ihr die nach und nach dann zusammenbauen könnt, jeweils aus den Steinen, die ihr habt, und dann nicht sofort tausende Steine auf einen Schlag braucht. Kommen wir vor der Nummer 1 zu unserer Erwähnung ehrenthalber, und das ist diesmal wieder eine YouTube-Anleitung, die schon älter ist und die deswegen nicht in den normalen Top 15 ist, aber eine sehr schöne. Zur 75299 Ärger auf Tatooine. Ist es ja so, dass viele es gar nicht mögen, dass der Tusken Raider in dem Set halt wieder als ein Feind dargestellt wird, der mit seiner Ballista halt auf den Speeder vom Mandalorian schießt. Kein Problem. Er hat nämlich was gemacht, was nicht nur alternativ das ist, sondern was auch aussieht, als könnte es so aus den Filmen stammen. Perfekt. Sieht eigentlich aus wie der, wie der Markt auf Jakku in Episode 9. Und genau das ist auch 9? 7. Genau das ist auch die Idee. Wir haben hier einen Tusken Raider Flohmarkt, der mit alten, ja, Maschinenteilen und sowas handelt. Und sieht hundertprozentig so aus, als wäre das Set genau dafür gedacht gewesen. Also, ihr bekommt jetzt keinen Tusken Raider, der mit einer Ballista auf ein Speederbike schießt. Ihr bekommt keine halbgare Tusken Raider Hütte. Nein, ihr bekommt einen wirklich schönen Verkaufsstand, der perfekt in die Star Wars Welt passt, als wäre dafür gemacht worden. Das ist wirklich ein schöner Alternativbau geworden. Also, wenn ihr das Set habt und den offiziellen Bau doof findet, auch sonst nicht wisst, wo ihr das verbauen könnt, das ist echt perfekt. Das ist eine richtig gute Alternative. Und natürlich auch richtig gut, schließlich ist er auf Platz 1. Lego Mock Lock mit dem Witch King von Angmar. Der Hexenkönig von Angmar aus Herr der Ringe. Anleitung für 6 Euro. Ich mag den Schädel, der besteht praktisch komplett aus Zähnen. Ein paar Dornen dran. Da will man definitiv nicht in die Nähe kommen. Schöner Drachenbau. Die Minifiguren sind in der Anleitung nicht mit enthalten. Muss man sagen. Er hat ein bisschen Landschaft dabei. Nicht das größte Teil dieser Woche, aber ich denke, das Gelungenste, dass er wirklich den Drachen des Hexenkönigs halt darstellt in seiner gefährlichen, dornigen, zottligen Art, gefällt mir sehr, sehr gut. Lego Moklok hat auch noch angekündigt, dass weitere Sets aus der Schlacht von Pelennor von ihm kommen werden. Und ich glaube, darauf darf man gespannt sein. Und das sind unsere Top 15 plus 1 diese Woche. Alle Links wie immer in der Beschreibung. Wir sehen uns dann morgen wieder mit einem ziemlich großen Set und endlich mal wieder was abseits von Hersteller Lego. Bis dahin.